Hallo meine Lieben, wir sind zurück. Ich hoffe, man kann mich jetzt besser verstehen. Und es tut mir leid, dass es letztes Mal ein bisschen gerauscht hat, aber da habe ich das Kabel von Mikro befreit. Ich wollte noch die Stimmen etwas runterdrehen. Ich habe gemerkt, dass die doch ziemlich laut sind. Okay, drehen wir es einfach mal runter. So, vielleicht ist jetzt besser. So, Alarm. So, du kannst mal die Toilette benutzen. Oh, ich habe gar keine Dusche. Okay, das müssen wir kurz ändern, weil Duschen geht eindeutig schneller als das Baden. Badezimmer, Duschen. Boah, die ist günstig. Was kostet die? 401 und die 425. Ja, egal. Wir nehmen jetzt die und danach wird sie wahrscheinlich irgendwie verhungern, weil sie nur noch 143 Simoleons hat. Okay, leg los. Was möchte sie? Fähigkeit Geschicklichkeit lernen. Du bist eine Frau. Ja, ich weiß, das ist sehr klischeehaft, aber sie soll das nicht. Ach, ich dachte gerade, sie pinkelt im Stehen. Gott, was? Warum ist hier ein. Hat sie gar keinen Spiegel? Sie hat nicht mal ein Spiegel. Armes Mädchen. Tut mir so leid. Du kannst jetzt gleich mal duschen. Oh, so geht's nicht. Okay. Geh mal raus da. Beweg dein Hintern, Mädchen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Vielleicht geht's jetzt besser. Vielleicht geht's jetzt. Mal schauen. Duschen. Immer noch nicht? Und jetzt? Das ist eine gedownloadete Dusche, die funktioniert anscheinend nicht. Oder? Ach so. Natürlich, wir machen es umständlich. Oh ja, wasch dich auch hinter den Ohren. Ah, ich habe gar keine Uhr eingeschalten. Dann machen wir jetzt halt 14 Minuten. Fertig, okay. Spaß, du brauchst Spaß. Dann, wie wäre es, wenn du etwas malst? Oh, sie hat nicht im Lotto gewonnen. Das tut mir aber leid. Klein, groß, mittel. Wie malen wir denn? Das sollte doch Spaß machen, oder? Und du kannst es bis 22 Uhr malen. Das sollte dir doch etwas Spaß machen. Was hast du für einen Wunsch? Etwas züchten? Wie sehen denn ihre Pflanzen aus? Kommt da schon etwas? Nein. Wir haben Kopfsalat angepflanzt. Das wisst ihr sicherlich noch. Ich finde, die ist immer noch ganz schrecklich hier, diesen Schrank. Ja. Ein so scheußliches Bad und dann diese Fetzendusche drinnen. Das passt total. Lassen wir mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. Ja, Spaß kriegt sie jetzt zumindest schon mal. Das ist ja mal was. Was malst du denn da? Interessant. Wunderschön. Oh, sie wird müde. Aber das ist noch viel zu früh. Du gehst um 22 Uhr ins Bett. So lange kannst du jetzt noch sehr wohl wissen. Wann muss sie denn aufstehen? Ja. Also muss sie ja um 7 aufstehen. Ich muss sie dann wecken wahrscheinlich. Sollte vielleicht ein Mensch werden oder so. Ja, oder wir lassen sie halt zumindest jetzt mal dieses Bild fertigstellen. Ich möchte unbedingt wissen, was das ist. Und dann kann sie ins Bett gehen und schlafen. Sie hat ein Bild fertiggestellt. Ich kann es immerhin für 3 Simoleons verkaufen. Oh Gott, sowas malt meine kleine Nichte. So, und jetzt schlaf schön, Mädchen.
Vollmond ist ja momentan nicht, gell? Neumond, okay. Brauche ich zumindest keine Angst haben. Liebesbriefe schicken. An wen soll sie denn Liebesbriefe schicken? Was braucht sie für die Arbeit? Gartenarbeit. Baue die Gartenarbeitfähigkeit aus. Wie viel? Das schaffe ich gar nicht. Straßenkunst. Okay. Schlafen? Ja, okay. Ich wollte sie um 7 wecken, weil um 9 muss die arbeiten. Also kommt um 8 die Fahrgemeinschaft. Hier ist ja nicht so wie bei einer anderen Let's Playerin. Da wo der Sim irgendwie 3 Stunden braucht, bis er endlich mal bei der Arbeit ist. War total lustig. Sie schnarcht. Ganz schön. Irgendwas passiert. Oder mein PC hängt einfach nur. Das kann natürlich auch sein. Hey, wir haben schon 3 Uhr. Oh, ich sollte vielleicht, ja, das mache ich nachher, unbedingt speichern. Ich habe das erste Let's Play und das jetzt nacheinander gefilmt. Oh, ich habe das Stück Zaun vergessen. Kann ich mir das leisten? Das hat bestimmt die Ameisen gefressen. 100 Pro. Sonst ist alles okay. Gut. Jetzt, wo sie da ist, könnten wir vielleicht dieses absperren. Abschließen. Alle außer mir. Okay, hier darf keiner rein. Portal untersuchen. Nee, das machen wir nicht. Schön eigentlich hier, Riverview. Was ist das denn? Eine Wohnwagensiedlung? Cool. Und so spät läuft da noch jemand rum. Fred oder Fred? Braun, braun, braun. Okay, interessant. Wem es gefällt. Ich habe dann lieber alles so kompakt wie hier. Das Häuschen ist eigentlich echt hübsch. Nur hat es leider irgendjemand eingerichtet, der einen totalen Geschmacksfehler hat. Wenn ich mir die Kommode angucke. Ich mag sie immer noch nicht. Und diese Bettwäsche. Oh, sie hat Hunger. Oh mein Gott. Aber sie könnte jetzt eigentlich schon aufstehen. Könnte frühstücken. Waffeln. Wetten, sie brennt diese Waffeln an? Ich weiß es. Ich weiß es. Oh, wir bekommen ja heute unseren ersten Gehalt. Das ist ja mal total toll. Jetzt bin ich ja gespannt. Nicht naschen. In Unterwäsche. Ist sie nicht total heiß? Bin hier gespannt. Jetzt wird es gleich brennen oder so. Ja, sie muss erst. Ich wusste es. Ich wusste es. Es brennt. Oh mein Gott. Huch. Geht bloß nicht so nah hin, Mädchen. Flammen löschen. Wie soll. Sie wird verhungern. Mann, sie kocht das erste Mal richtig und dann gleich so ein Scheiß? Oh nein! Geh weg da, du verbrennst sonst. Komm, geh weg da, los. Geh weg da. Du verbrennst. Oh mein Gott.
Ja, das ist, weil sie so einen billigen Herd hat. Oh, endlich. Nein, zur Deckung der. Hallo, es brennt doch noch. Frühstück essen. Nein, sie soll jetzt keine Waffeln kochen. Frühstück. Nein, ein Snack essen. Müsli. Super, sie wird jetzt verhungern oder so? Oh Mann. Ach Mensch, ich hoffe, sie isst schnell in der Arbeit was. Zu Hause ist ein Feuer ausgebrochen. Arya Stark wird nie vergessen, gerade noch mit dem Leben davongekommen zu sein und ihre kostbare Umschlagsammlung vor den Flammen gerettet zu haben. Ihr solltet. Ihr? Hallo, ich war alleine. Wieso ihr? Ja, toll, jetzt sie arbeiten. Ich sollte mir echt einen zweiten Sim zulegen, dann. Der soll dann arbeitslos sein. So sieht's aus. Och, bitte iss endlich was. Mädchen, iss was. Bitte iss ganz schnell in der Arbeit was, okay? Ich könnte jetzt cheaten und ihr ein bisschen Essen machen, weil sie sonst echt verhungert. Oh Gott, sollte ich das tun? Schimpft ihr mich? Es geht gar nicht. Ah nein, ich habe ja dann. Oh Gott. Arya Stark ist das erste Mal zur Arbeit gegangen. Noch 50 Jahre schuften, dann kann sie in Rente gehen. Ja, wovon träumt sie denn nachts? Wo ist endlich was? Bitte, komm. In der Arbeit essen die Sims doch immer, oder nicht? Meine Sims werden normal immer sofort schwanger. Und deswegen weiß ich das nicht. Aber normal? Essen sie doch was. Laune. Ja, super. Ihre Arbeit kann gar nicht gut gehen. Ich wusste, dass es ein Desaster endet, wenn ich ohne Cheats spiele. Oh Gott. Leute. Ich hoffe, sie verhungert nicht. Ist doch was, Mensch. Unabhängig wissenschaftlich wachsen, musst du schon entspannen. Jetzt das, sie isst endlich was. Endlich! Oh Gott, das ging gerade noch mal gut. Ins Ausland? Nein. Mit allen Kollegen. Hat sie denn schon einen getroffen? Arbeitsbeziehungen? Okay. Das war jetzt echt knapp. Sie hätte ja auch verhungern können. Das wäre nicht so gut gewesen. Dann hätte ich von vorne anfangen müssen. Nur saubere Abdampfschalen sind gute Abdampfschalen. Ein Großteil der Ausrüstung des wissenschaftlichen Instituts ist schmutzig, sodass es für akkurate, präzise Experimente und Datensammlungen unbrauchbar ist. Nimm diese 5 Schalen mit nach Hause, säubere sie. Dein Einsatz wird für die Reinheit des Labors. Was? Dein Einsatz für die Reinheit des Labors wird deine Jobleistungen erhöhen. Das machen wir doch. Nehmen wir die Arbeit mit nach Hause. Wir sind kein Workaholic. Sie will Karaoke singen, Mädchen. Ich glaube nicht, dass du singen kannst mit deiner schrillen Stimme. Was haben wir denn da? Mitternachtsbohnensamen. Ist ja cool. Wo hat sie die denn her? Angespannt. Oh, sie braucht Spaß. Naja, zumindest verhungert sie nicht. Wie gerade eben. Ah ja, da war. Cordado-Bohnen. Wo hat sie das denn her? Ich habe es nicht gesammelt. Komische Sache. Na gut, wenn sie von der Arbeit kommt. Das müsste ja jetzt dann bald sein, oder? 14:30 Uhr, ja. Noch halbe Stunde ungefähr noch. Gehen wir ein bisschen schneller, schneller, schneller. Komm, komm, komm. Wir wollen noch nach Hause. Komm. Aber jetzt. Wir machen keine Überstunden. Du gehst jetzt sofort nach Hause. Aria hat ihr Tagwerk vollbracht. Aria hat heute 242 Simoleons verdient. Simoleons. Oder wie das auch immer heißt.
Juhu, wir haben etwas Geld. Das ist ja super. Ich möchte auch am Tag 242 Euro verdienen. Das wäre doch mal was. So, jetzt brauchen wir erstmal Spaß. Und da du ja gerade... Oh, schau mal, du kannst dich um den Garten erstmal kümmern. Das müsste dir eigentlich Spaß machen. Garten pflegen. So, dann erfüllst du dir gleich den Wunsch. Was möchtest du? Hüpfkästchenfeld. Wie alt bist du? 5? Also eine Gitarre kaufen wir nicht. Ein Karaoke tun wir auch nicht singen. Ein Hüpfkästchenfeld können wir dann gleich machen. Willst du nicht Unkraut wegmachen? Du gießt zuerst das Unkraut, um es dann rauszurupfen? Jens, was hast du denn da an? Das ist deine Arbeitskleidung? Boah. Mit Pflanze reden ist ja okay. Ach, das ist kein Unkraut, das gehört so. Glückwunsch, Ari hat Stufe 2 erreicht. Schön. Unkraut jäten, warum macht sie das nicht? Jetzt da. Sie gießt es und dann... Ach. Bücher über Gartenarbeit lesen. Ein Objekt kaufen. Ein Hüpfkästchenfeld. Was kostet das? Steht das irgendwo? Vielleicht macht ihr das ja Spaß. Draußen. Outdoor-Aktivitäten. Hüpfkästchenspiel. Was kostet das? 100. Okay. Komm, das hast du dir verdient, weil du heute schön in die Arbeit gegangen bist und nicht verhungert bist. Ah, Leute. Ich werde jetzt dieses Let's Play abbrechen und gleich das nächste drehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und viel Spaß beim Gucken weiterhin.